Ja, da geht ein Mann morgens, verabschiedet sich von seiner Familie, geht davon aus, dass er sie abends wieder trifft, geht zur Arbeit auf dem Weg und fährt auf einer Straße und unter ihm bricht auf einmal eine Brücke zusammen, die Tonnen von Stahl begraben ihn und man sieht, da ist eine absolute unvorhersehbare Drangsal eingetroffen. Das ist jetzt gerade geschehen in Genua, als diese Brücke da eingestürzt ist und du siehst einfach, dass unvorhergesehene Dinge geschehen. Die kannst du vorher nicht planen, gell? Und für die Familie, für die Angehörigen, für die Freunde ist das eine absolute Tragik. Ich begleite auch gerade, beziehungsweise ich begleite ihn nicht, sondern ich verfolge gerade einen jungen Mann, der ist wahrscheinlich noch jünger als ich, steht gerade mitten im Leben und ist unheilbar an Krebs erkrankt, gell? Er geht wunderbar damit um, auch sehr stark, ist kein Gläubiger. Aber auch hier siehst du, dass mitten im Leben etwas passiert. Drangsal dringt dort ein, Ängste für die Familien und Angehörigen. Und du fragst dich natürlich, woher kommt das, gell? Was hat es für einen Sinn in dieser Welt? Man muss ganz nüchtern betrachten einfach, dass wir Christen, die wir Jesus nachfolgen, dass wir davon nicht verschont sind. Gell? Auch Christen begegnen Drangsalen, auch Christen werden krank, Christen trifft das Unheil und das auf verschiedenste Art und Weise, sei es körperlich, dass man krank wird, sei es geistlich, dass man Anfechtung hat, dass man Auseinandersetzungen hat, sei es in der Arbeit, mit Arbeitskollegen in der Gemeinde, unter den Geschwistern oder auch in der Familie, in der Ehe. Auch da hatten Gläubiger Drangsalen zu erleiden. Und dann ist es egal, ob du ein Schüler bist, ob du ein Student bist, ob du schon ein Senior bist oder ob du gerade so im Arbeitsleben stehst in diesem Alter. Wir werden Drangsalen haben, gell? Und wenn man mal in die Bibel schaut, dieses Wort Drangsal, über das die Bibel ja auch an vielen Stellen spricht, das meint einmal Bedrängnis, dass du Bedrängnis hast, dass du Druck hast. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in dieser Welt hast du oft das Gefühl, dass da etwas auf dir lastet, das von außen kommt, gell? Das ist diese Bedrängnis, dieser Druck. Das Wort kannst du auch mit Angst übersetzen, dass du Angst hast und immer mehr Menschen in dieser Welt erkranken an Angstzuständen, haben Ängste, wo du nicht genau weißt, wo kommt das eigentlich her, gell? Und auch die Gläubigen sind davor nicht verschont. Das heißt Bedrückung und Not, und wenn du einfach nüchtern in diese Welt guckst, nur den Fernseher anmachst, das siehst du, das ist eine Realität in deinem Leben, gell? Jetzt ist es interessant für uns, auch als Christen, was sagt eigentlich die Bibel über die Drangsalen? Wie bekommt man ein nüchternes Bild? Und wenn wir ein nüchternes Bild wollen für uns und überhaupt es einzuschätzen, dann müssen wir einfach ins Wort Gottes gehen. Denn da hat sich Gott letztendlich offenbart, um uns auch zu zeigen, in dem Bereich der Drangsalen, woher kommt es, wie gehen wir damit um und letztendlich, was gibt es auch für einen Trost für uns, gell? Und da haben wir etwas Wunderbares gerade für die Christen. Aber diese Frage soll uns heute als Christen umtreiben. Was sagt die Bibel über die Drangsalen? Woher kommen sie? Und wo gehen wir oder wie gehen wir damit um? Und da sehen wir im Wort Gottes, dass die Bibel eigentlich ganz, ganz nüchtern ist, gell? Der Jesus sagt in Johannes 16, 33, sagt er zu seinen Jüngern, spricht er, er sagt, dies habe ich zu euch geredet, zu den Jüngern. Er sagt, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt, da habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also hier sagte Jesus ganz nüchtern, er sagt einmal, es gibt einen Ort in dieser Welt, in der ihr seid, an dem könnt ihr Frieden erlangen und das ist mit mir selbst verbunden. Jesus ist der, der dir in dieser Welt, in der es manchmal drunter und drüber geht, der dir Frieden schenkt, gell? Das heißt mal, es ist in keinem anderen Namen das Heil. Das heißt, du kannst gucken, wo du möchtest. Frieden gibt es nur in der Person Jesu Christi. Und jetzt sagt er aber auch, solange ihr in dieser Welt seid, auch als Gläubige, werdet ihr Bedrängnis haben, gell? Also das ist keine Ausnahme, sondern er ist da sehr, sehr nüchtern. Und
Der Jesus ist da sehr, sehr nüchtern. Ich denke manchmal, die Gläubigen selbst sind da nicht immer so ganz nüchtern. Ich habe schon mal in der Predigt erzählt, da kam ein Ältester zu einem sterbenskranken Mann ans Krankenbett. Der war krebserkrankt, wirklich schon im Endstadium. Und der Älteste geht dann zu ihm hin und fragt ihn, sag mal, irgendwas ist doch in deinem Leben als Christ nicht in Ordnung. Denn wenn du wirklich glauben würdest und keine Sünde in deinem Leben hättest, dann wärst du auch nicht krank, gell? Das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen, gell? Und diese Lehre, dass ein Christ keine Drangsal oder dass er nicht krank werden kann, das kommt aus der untersten Hölle, gell? Ich möchte ganz klar betonen, das ist nicht biblisch, sondern der Herr Jesus sagt eben ganz klar, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, sei es körperlich, geistlich, das ist einfach eine Realität. Aber trotzdem kann ich dich ja fragen, auch als Gläubiger, ja, warum lässt es Gott so zu? Vielleicht gerade in meinem Leben auch. Warum lässt er Dinge zu, obwohl ich Jesus folge? Und auch hier ist die Bibel eigentlich ganz nüchtern. Wisst ihr, wir haben vergessen, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass uns der Herr Jesus errettet hat, dass er uns versetzt hat in die himmlischen Regionen, der Stellung her. Wir gehören jetzt zum Herrn im Himmel. Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber du bist ja hier immer noch auf der Erde, gell? Und hier tobt einfach, sagt die Bibel, auch ein Kampf. Die Bibel sagt, durch Adam ist die Sünde in die Welt eingedrungen, der geistliche Tod, der leibliche Tod. Der Erdboden ist verflucht, auf dem wir gehen. Wir werden in unserem Leben, Arbeitsleben Lasten haben. Das ist einfach normal, gell? Dass die Bibel hier so klar spricht. Und ich denke, das sollten wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen, wenn wir zum Herrn Jesus kommen. Dann haben wir natürlich eine Hoffnung, die wir sonst vorher nicht haben, auch einen Frieden. Aber die Realität ist, du hast immer noch Bedrängnis. Und in Apostelgeschichte 14, 22 geht die Bibel sogar so weit, da sagt der Paulus und seine Gefolgschaft zu den Jüngern, die er unterrichtet hat lange Zeit. Und das ist ein Merkmal, das der Paulus macht. Er stärkt die Gläubigen. Ja, warum muss er sie stärken in dieser Welt? Also Bedrängnis haben. Er sagt hier in Apostelgeschichte 14, 22, da heißt es, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagte ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Auch hier siehst du wieder, dass die Gläubigen letztendlich nicht verschont sind, sondern es ist ein göttliches Muss, dass die Bibel auch sagt, die Gläubigen müssen durch Trübsalen gehen. Gell? Und ich habe es gerade gesagt, wir leben immer so als Christen, klar, wir gerade in der westlichen Welt, wir haben es ja noch relativ gut um uns herum, aber wir leben immer so, als ob wir im Urlaub wären. Die Bibel geht von einem ganz anderen Zustand aus, nämlich, dass wir im Feindesgebiet sind, dass wir in einer gefallenen Schöpfung sind, dass der Teufel mit seinen Dämonen uns täglich auch angreift, sagt die Bibel ganz klar im Epheser, und dass wir eben kein ruhiges Leben haben. Ja? Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns, den wir uns vergegenwärtigen müssen. Wir leben so, als ob das uns gar nichts angehen würde. Und wenn dann ein Hauch kommt oder eine Anfechtung, dann fragen wir nämlich, was ist jetzt los? Ist etwas nicht in meinem Glaubensleben in Ordnung? Hat mich der Herr Jesus verlassen? Nö. Die Bibel sagt, das ist absolut normal. Gell? Und dass hier in dieser Welt nicht alles normal ist, das merkst du, je mehr du dich mit der Bibel befäschst. Je mehr du biblisch denkst, lernst zu denken, sonst fällt es dir ja nicht auf. Aber wenn du mal den biblischen Maßstab an diese Welt anlegst und siehst, was da für ein Chaos herrscht, dann brauchst du dich als Gläubiger doch nicht fragen, dass du Anfechtung hast. Gell? Du bist hier wie ein Fremder in dieser Welt, ein Aussätziger, würde ich fast schon sagen, Wie eine weiße Angora-Katze unter 100.000 schwarzen Katzen. Du bist ein Fremdling, gell? Und das wird an dich getragen und da kommen dann eben auch unsere Anfechtungen her. Also ich denke, hier schon mal ist die Bibel ganz nüchtern. Drangsalen sind absolut normal in dieser Welt. Und jetzt kannst du sagen, ja natürlich, wenn du zum Herrn Jesus kommst, wenn du dich bekehrst, wenn du Friede hast, ja hört es dann nicht auf. Sagt die Bibel auch, nö. Gerade wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann kann das unter Umständen erst losgehen. Das heißt in Hebräer 10,
Erinnert euch, da redet er wieder zu den Gläubigen, erinnert euch aber an die früheren Tagen, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, das heißt, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils Schmähungen und Bedrängnisse öffentlich preisgegeben wart. Also das ist auch für einen Gläubigen, der gerade zum Glauben kommt. Und ich muss das sagen, in meinem Leben, als ich zum Glauben kam, vor 16, 17 Jahren, da war das eine Realität. Da schwebst du erstmal auf Wolke 7 und denkst, dir kann gar nichts mehr passieren, gell? Du evangelisierst, du bist brennend im Herrn. Aber dann kann es unter Umständen sein, dass du abstürzt. Weil das bleibt nicht so, diese Wolke 7, gell? Und wenn du dann nicht biblisch das erkennst, dann fragst du dich auf einmal, warum kommen jetzt als Gläubiger diese Anfechtungen. Aber auch hier ist die Bibel wieder ganz nüchtern und sagt, wenn du zum Glauben kommst, Jesus nachfolgst, radikal, und es sind ja gerade die ehrlichen Leute, die Jesus wirklich nachfolgen, die dann Anfechtungen bekommen. Die Bibel sagt, ist normal. Gell? Muss uns überhaupt nicht aus der Bahn werfen. In Matthäus 7 heißt es, wenn du zum Glauben kommst, das ist schon mal eine enge Pforte. Gell? Es gibt nur einen Weg, der ist der Herr Jesus. Wenn du da kommst, ist eine enge Pforte, durch die du gehst. Aber der Weg, auf dem du dann läufst, der ist genauso schmal. Gell? Und es gibt von John Bunyan, da, ich weiß nicht, ob ihr die Pilgerreise kennt, dieses Bild, als dieser Christ auf diesem schmalen Weg geht, wie der Teufel, der Löwe, der brüllende Löwe letztendlich immer wieder brüllt und uns von diesem Weg abbringen möchte. Der ist natürlich an der Kette, dieser Löwe. Der kann uns nicht verschlingen. Aber trotzdem macht er uns doch immer mal wieder durch Umstände auch Angst, gell? Und wenn wir das nüchtern sehen, dass dieser Weg auch schmal ist, dann wirst du Bedrängnisse vielleicht nicht mehr als Zufall erleben. Denke ich ganz. Und wenn du schon mal im Gebirge gewandert bist, auf so einem schmalen Weg, wo es auf einmal schmäler wird, das ist ja schon beengend. Oder wenn du in eine Höhle gehst, die wird auf einmal eng, ich kann da gar nicht reingehen, ich kriege da Platzangst. Aber das ist kein schönes Gefühl. Und so ist letztendlich, sagt die Bibel, unser Christenleben. Es ist ein beengtes Leben. Aber in Jesus haben wir natürlich wunderbare Verheißungen. Und deswegen lass mich dich hier mal fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Gibt es da vielleicht Drangsal, die du schon mal zu erleiden hattest? Oder bist du da vollkommen frei davon? Gell? Und ich sage hier wieder, je nach Charakter ist für dich eine kleine Drangsal, die für mich vielleicht klein ist, ein riesengroßes Ding. Und ein Ding, das für dich klein ist, ist für mich vielleicht groß. Da musst du gucken. Aber Drangsalen, Bedrückung, Ängste, Nöte, denke ich, machen wir alle durch. Und oftmals fragen wir uns, warum? Warum ist der Arbeitskollege, der an meinem Arbeitsplatz aufsteht, so gegen mich? Warum komme ich mit dem nicht klar? Warum sind die Geschwister, mit denen ich eigentlich gut auskommen sollte, so gegen mich? Ist auch die Frage, gell? Warum ist in der Ehe, warum klappt es da nicht? Warum habt ihr da Drangsalen? Ist auch Frage, gell? Warum sind Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, warum sind die mir gerade geschehen? Auch hier wieder, denke ich, wenn wir ganz nüchtern das uns vor Augen malen, dass das keine Zufälle sind, dann gehen wir schon mal anders damit um. Ein Arzt, der dir eine Diagnose stellt und sagt, so ist es bei dir, das befreit dich schon mal, weil du jetzt weißt, das ist der Stand. Aber jetzt gibt es auch einen Weg, der dich da rausbringt. Gell? Also das ist der erste Punkt. Wir müssen verstehen, Drangsalen sind normal. Das zweite ist jetzt, haben wir auch schon betrachtet, ja eigentlich, woher kommen diese Drangsalen? Wir haben gerade gesehen, dass die Bibel sagt, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Gell? Das ist normal. Aber die Bibel sagt auch was Interessantes, dass Drangsalen nämlich dann kommen, wenn du sie unter Umständen auch verursachst. Ja? Also das ist der zweite. Einmal die gefallene Welt bringt Drangsalen, aber unter Umständen musst du dich fragen, ob du derjenige bist, der vielleicht Drangsalen verursacht. Drangsalen kommen, wenn wir als Gläubige auch mit der Sünde spielen. Gell? Sünde ist letztendlich eine Sache, die dich in Drangsalen bringen kann. Wir sehen das zum Beispiel in Psalm 1, da heißt es, du sollst nicht wandeln auf dem Weg der Gottlosen, nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Das heißt, du sollst dich von denen fernhalten. In den Sprüchen heißt es zum Beispiel, dass du, wenn sie dich locken, die Sünder, dann bleib weg. Gell? Oder wenn dich die
Prostituierte oder die Frau, die sich gerade für die Männer vielleicht locken will mit ihrem schönen Blick, dann renn so schnell du kannst. Ja, warum? Weil du sonst in Drangsalen kommst. Gell? Nur mal am Beispiel Ehebruch. Da kommt eine Frau, ein Mann, ja jetzt eine Frau, die macht dir schöne Augen, du gehst darauf ein. Wisst ihr, was dann passiert? Dann bricht alles zusammen. Gell? Dann bricht nicht nur deine Familie zusammen, dann bricht dein Dienst zusammen, dann bricht letztendlich das Zeugnis für Christus zusammen, dann bist du auf einmal in Drangsalen. Du selbst hast es verursacht. Gell? Also hier sehen wir auch wieder, dass nicht immer nur von außen die Schuld sind, sondern manchmal muss man sich fragen, bin ich vielleicht der Drangsalen verursacht? Das kann in der Ehe sein. Gell? Kannst du nicht immer nur auf deinen Ehepartner schimpfen und sagen, ja, der ist schuld. Muss ja auch mal gucken, bin ich vielleicht der ausschlaggebende Punkt? Beim Arbeitsplatz, ja, die sind alle böse. Ja, bin ich vielleicht der Drangsalen bringt? Gell? Also auch hier müssen wir ganz einfach nüchtern gucken. Drangsal ist immer nicht nur ein Schema, sondern wir müssen immer gucken, woher kommt es? Manchmal benutzt Gott auch Drangsalen, um sein Reich voranzubringen. Sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, das Evangelium soll ja verbreitet werden. In Kapitel 8 sind die immer noch in Jerusalem. Dann kommt eine Drangsal und auf einmal geht das Evangelium in alle Welt. Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Da benutzt Gott auch diese Drangsal, um sein Reich voranzubringen. Gell? Hier hast du auch wieder eine Schattierung. Zum Beispiel bei Hiob, Satan lässt Drangsal zu. Wir verstehen es nicht immer, was er genau damit sagen möchte. Aber du siehst, Drangsal ist in verschiedenster Art und Weise. Drangsal, sagt die Bibel, noch ein Punkt, kann auch von Geschwistern kommen. Dass mich Geschwister auf einmal angehen. Das können die falschen Geschwister sein, wie bei Paulus. Aber es können auch die echten Geschwister sein, gell? Die mir Drangsal in meinem Leben bereiten. Woher kommt denn das? Vielleicht ist ja wichtig für uns auch gerade. Vielleicht bin ich ja ein Anstoß oder ein Drangsal. Wie kann das sein, dass in einer Gemeinde Gottes, wo Gläubige sind, dass auf einmal Geschwister untereinander sich Drangsal machen? Das ist eigentlich relativ einfach, gell? Die Bibel sagt, wir sind wiedergeboren, unser Geist ist wiedergeboren, aber unsere Seele, unsere Psyche, heißt es in Griechisch, die ist ja noch nicht wiedergeboren, sondern das Programm für die Seele ist die Heiligung. Und wenn jetzt ein Gläubiger wieder ins alte Fleisch zurückgeht, das heißt in die sündige Natur, das tut, was er vorher gemacht hat, fängt an zu lästern, fängt an Unvergebungsbereitschaft zu sein, Gerüchte zu streuen, dann hast du den Krach, gell, auch in der Gemeinde. Deswegen auch hier, wir müssen einfach gucken, letztendlich, und das ist ja nicht leicht, gell, dass wir dann erkennen, woher kommt jetzt die Drangsal genau. Da braucht man geistliches Urteilsvermögen, aber letztendlich für dich, und für mich, wir müssen uns fragen in der Drangsal, bin ich vielleicht schuld? Stehe ich nicht klar mit dem Herrn? Möchte Gott mir was dazu sagen? Wie zum Beispiel 1. Korinther 11, Abendmahl. Es sind viele entschlafen. Warum? Weil ihr in Sünde lebt. Gell? Drangsal kann daher kommen, aber muss nicht. Das heißt, ich muss mich zuerst fragen vom Herrn, bin ich klar? Und dann kann ich weiter gucken. Ist es vom Sündenfall her? Ist es etwas, was der Teufel vielleicht gerade benutzt? Aber in der Summe, Drangsal ist normal. Das bringt uns zum letzten Punkt. Wenn wir jetzt sehen, deine Drangsal, meine Drangsal ist nicht etwas Außergewöhnliches. Wir sehen, woher die kommen kann, in 4 Punkten, ich selbst, der Herr benutzt es. Dann ist doch jetzt aber trotzdem die Frage letztendlich, woher bekommen wir den Trost? Gell? Wir als Gläubige. Und das möchte ich zum Schluss uns noch sagen, denn das ist wichtig für uns, nämlich 2. Mose 3. Gell? Wie bekommen wir Trost in unseren Ehen, in unseren Herausforderungen, in unseren Gebrechen vielleicht? Wer gibt uns da Friede? Und ich möchte uns im 2. Mose noch ein Beispiel lesen, das uns der Herr Jesus gibt. Das ist nämlich ein schönes Schattenbild auf uns heute. In 2. Mose 3 haben wir ja das Bild, dass Gott dem Mose in einem Dornbusch begegnet. Gell? Und die Situation ist ja so, dass Israel in der Bedrängnis ist. Sie schreien, sie sind bedrückt vom Pharao in Ägypten. Und jetzt in dieser Bedrängnis erscheint der Engel des Herrn in einem Dornbusch. Und wer ist der Engel des Herrn?
haben die Bibelleute gelesen, es ist niemand anders als der Herr Jesus selbst. Er offenbart sich im Alten Testament als der Engel des Herrn. Er kommt zu Mose und er sagt zu ihm in Vers 8, und ich bin herabgekommen. Also das heißt, der Herr Jesus kommt herab, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. Ein Land, in dem Milch und Honig überfließt. So, jetzt hast du hier ein Schattenbild. Du hast einmal das, was Israel im Fleisch geschehen ist, geschieht ja uns im Geist. Das heißt, wir haben hier folgende Situation. Israel ist in Ägypten, das sind wir Gläubigen, wir sind in einer gefallenen Welt. Ägypten ist für die Welt, gell? Wir sind unter Knechtschaft des Pharaos, das ist niemand anders als der Satan. Und jetzt heißt es, in diesen Bedrängnissen, in denen das Volk ist, kommt der Herr Jesus selbst und sagt, er führt uns heraus in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und was ist das? Das ist der Himmel. Gell? Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das heißt, in den Drangsalen, und er sagt jetzt in Vers 9, ich habe das Geschrei der Kinder Israels gehört und habe ihre Bedrängnis gesehen. Das sind zwei ganz wichtige Merkmale. Und das ist auch ein Trost, den ich dir heute mitgeben möchte und ich auch mir selber. Der Herr Jesus, es heißt ja, es ist vor meine Ohren gekommen. Das heißt, Gott sieht, wenn du Drangsal hast. Und das Erste, was ein Gläubiger machen muss, ist, dass er zum Herrn Jesus schreit und sagt, Herr, hilf. Und wisst ihr, was dann passiert? Er hilft. Er hilft vielleicht nicht immer so, wie wir es uns gerade vorstellen, aber die Verheißung ist, er führt uns raus in das Land, das von Milch und Honig überfließt. Und das ist der Himmel. Wisst ihr, ein Christ, bei all dem, was er hier erleidet, er hat schon gewonnen. Wir kennen das Ende schon. Wenn du an Christus bleibst, bis zum Ende auf diesem schmalen Weg, dann weißt du genau, wo du landest, egal wie viele Löwen um dich her brüllen. Das ist das Schöne. Ein Christ kann in dieser Sache überheblich sein und sagen, ich weiß, wo es hingeht. Mein Herr ist die Wolkenfeuersäule, gell? Er führt mich heraus. Und er sagt, er hat die Bedrängnisse letztendlich gesehen. Und das ist etwas Wunderbares. Der Ottfried hat es uns gerade auch in der Lesung, alle Dinge, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten letztendlich dienen. Wisst ihr, ich sage doch nicht, dass die Drangsal leicht ist, die wir zu ertragen haben. Das Letzte, was ich will in meinem Leben, ist Drangsal. Aber interessanterweise ist, wenn sie kommen, und ihr habt das vom Beispiel aus einem, der krebserkrankt wurde, ein Bruder, der sagte, das ist der größte Angsthase gewesen. Er hat sich nie vorstellen können, durch so eine Krankheit zu gehen. Aber er hat gesagt, als die Krankheit kam, hat ihn der Herr getragen, auf übernatürliche Art und Weise. Und er ist geheilt worden, Gott sei Dank. Aber er sagt, ist wunderbar, der Herr hat mich da durchgetragen. Nicht seine Kraft war es, gell? Er war ein Angsthase. Aber das ist wunderbar, dass wir uns da drauf letztendlich, bauen. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen, gell? Die Drangsalen. Der Herr Jesus führt uns heraus. Und jetzt zum Schluss in 2. Korinther 4, 8 ist eine Bibelstelle. 2. Korinther 1, 4 möchte ich lesen. Da heißt es, wenn du zum Herrn Jesus gehörst, und er hat vorhin gesagt, Jesus, in mir habt ihr Frieden, dann heißt es hier in 2. Korinther 1, 3, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Das heißt, wenn du ein Gotteskind bist, hast du einen Vater im Himmel, der dein Trost ist. Und dann heißt es, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Wisst ihr, ich muss nur kommen. Wenn mein Sohn zu mir kommt, sich auf den Schoß setzt und hat Bedrängnis, dann werde ich für ihn da sein. Und so ist es für die Kinder. Für die Kinder Gottes, gell? Er hört das. Und jetzt ist ein interessanter Zusatz. Vielleicht bist du schon durch viele Bedrängnisse durchgegangen. Vielleicht nur durch ein oder zwei, vielleicht ist dein ganzes Leben eine reinste Bedrängnis. Dann kannst du dich ja fragen, ja, hat das einen Sinn? Wo ist da der Sinn dahinter? Die Bibel sagt, es hat einen Sinn, auch wenn wir es nicht verstehen. Hier sagt er nämlich, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir, die bedrängt sind, die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Das ist letztendlich das Ende, was ich uns sagen möchte. Wenn du durch Drangsalen gegangen bist, und daraus heißt die Bibel, wenn du durch Drangsalen gehst, dann macht dich das fester, in deinem Glauben auch. Und er sagt,
Wenn du da durchgegangen bist, dann ist es unter Umständen deine Aufgabe. Gott wird dir Menschen senden, die du dann trösten sollst mit dem Trost, den Gott dir gegeben hat, den du erfahren hast. Da kannst du dich mal fragen, keine Drangsal in deinem Leben ist ein Zufall. So schwer sie sind, sondern Gott sagt, unter Umständen gibt dir die Menschen in den Weg, die du trösten kannst. Und ich habe das schon mal gesagt, das ist eine Tatsache. Jemand, der Krebs erkrankt war und es überwunden hat, kann einen besser begleiten und trösten und Mut geben, der das schon erlebt hat, als wenn einer das nur aus der Theorie kann. Gell? Jemand, der drogensüchtig war, kann das besser als einer, der sich das nur angelesen hat. Und vielleicht fragst du dich mal in all den Drangsalen, wo bin ich vielleicht jemand, der jetzt trösten kann? Ich denke, das ist was ganz praktisch. Der Jesus sagt letztendlich, er wird uns nicht über die Maßen versuchen, er wird uns nicht über die Maßen, sondern er wird letztendlich mit dem auch den Ausgang schaffen. Und das ist das Ziel dieser Predigt, dass wir uns einmal gegenseitig Mut machen, uns trösten gegenseitig und vor allem, wenn wir jetzt auch ins Abendmahl gehen, dass wir dankbar sind für diese Hoffnung, die wir in Jesus haben. Denn wisst ihr, wir wären ja wirklich in dieser Welt verloren, wenn wir eine Hoffnung, die Hoffnung nicht hätten, dass Jesus uns da rausführt. Dann wären wir wirklich die Letzten der Menschen, wie es Paulus einmal sagt. Lasst uns dankbar sein für den Fels, der uns begleitet, für die Wolken- und Feuersäule. Lasst uns für die Arche dankbar sein, das ist der Herr Jesus, in der wir geborgen sein dürfen. Ohne ihn hätte man nichts. Und das wünsche ich mir, dass du auf den Herrn Jesus blickst. Und wenn du den Herrn Jesus noch nicht kennst, dass du zu ihm kommst und Frieden hast mit Gott. Ich möchte mit der Bibelstelle aus Offenbarung 21,4 schließen, bekannte Stelle. Da heißt es, und das ist unser Trost letztendlich, und Gott wird eines Tages abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, du hast uns hier in diese Welt gestellt und wir müssen einfach bekennen, dass diese Welt nicht immer freundlich ist. Gell? Wir haben Dinge zu ertragen, manche sehr viel, manche weniger, aber Drangsal und Bedrängnis ist einfach eine Realität. Und wir wollen dir danken, dass du darüber auch so klar sprichst in deinem Wort, dass du sagst, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber in dir, Jesus, da haben wir die Welt überwunden und Friede kommt von dir, Herr. Und danke, dass du mit uns gehst, Herr, durch dieses Glaubensleben auf diesem enge und schmale Pfad, bis wir eines Tages dich von Angesicht zu Angesicht sehen, Herr. Und dann dürfen wir uns wirklich freuen, Herr. Und dann werden wir wahrscheinlich auch verstehen, erst in der Fülle und Gänze, was diese Drangsal in unserem Leben für einen Sinn gemacht haben, Herr. Aber du weißt es, deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Bitte schenk uns diesen Trost, Herr. Ich möchte beten für jeden, der jetzt gerade in Drangsal ist, Herr, dass du ihm begegnest als der auferstandene Herr, der als Wolken- und Feuersäule rausführt. Wir danken dir dafür. Amen. Wir singen gemeinsam. Meine Zeit steht in deinen Händen.